Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Ulrike Nespiter, ich bin Sprechwissenschaftlerin und Mediatorin und arbeite am ZFBK, bekannt unter dem langen Namen Zentrum für fremdsprachliche und berufsfeldorientierte Kompetenzen. Und heute geht es um das Thema Fragen gezielt richtig einsetzen. Und die Frage bei diesen Fragen ist eben, warum ist dieses Thema eigentlich so wichtig? Und hier ist erstmal die Einführung. Kennen Sie vielleicht alle, wenn ein Gespräch nicht so richtig in Gange kommt, wenn man vielleicht auch Smalltalk irgendwie gar nicht mag. Ganz oft höre ich den Satz, ich bin kein Typ für Smalltalk. Oder wenn man eben auch vielleicht bei Diskussionen im Studium oder bei irgendwelchen Fachvorträgen einfach Angst hat, sich zu beteiligen, eine falsche Frage zu stellen oder irgendwie sich denkt, ach nee, ich weiß gar nicht, was ich jetzt wie formulieren soll. Für all das sind Fragen wirklich wichtig und dafür gibt es dann eben auch Fragearten zur Gesprächslenkung und Führung. Also es ist nicht nur wichtig bei Diskussionen, es ist eigentlich in jedem Gespräch, sollte man eher Fragen stellen, als dass man vielleicht einfach immer irgendwelche Aussagen trifft. So, und nun zeige ich Ihnen einfach mal, welche verschiedenen Fragearten es gibt. Ich weiß nicht, inwiefern Sie jetzt schon darüber nachgedacht haben, welche Frageart Sie eigentlich machen oder stellen oder ob Sie eigentlich immer nur irgendwie fragen und noch nie darüber nachgedacht haben. Ist auch egal, Sie werden vielleicht nach diesem Vortrag darüber nachdenken. Gut, jetzt kommen wir zu den Fragearten. Man unterscheidet offene und geschlossene Fragearten. Und bei den offenen Fragen, das haben wir jetzt erstmal ganz allgemein, ich zeige Ihnen jetzt immer Vorteile und auch Nachteile. Einfach, dass Sie es einordnen können und dann am Ende ein Beispiel. Bei den Vorteilen ist es so, die offenen Fragen sind so die klassischen W-Fragen. Wer, wie, was? So beginnt man einen Smalltalk zum Beispiel. Also ist gut für Smalltalk. Es sind viele Informationen in der Antwort drin vom Gegenüber. Der Gefragte, die Gefragte kann ganz viel antworten. Es gibt aber einen Nachteil. Und zwar, man weiß eben nicht, was kommt. Also es kann eine riesige Informationsflut sein. Es kann auch sehr inkonkret sein. Und es kann auch der Verlust der Struktur eben da sein. Ich habe hier ein Beispiel. Sie fragen sich zum Beispiel unter Studierenden, was hältst du eigentlich von der Vorlesung? Da kann nun kurz und knackig eine gute Antwort kommen. Es kann aber auch sein, dass jemand den ganzen Stoff ganz einzeln detailliert durchgeht. Dieses Problem haben zum Beispiel auch Ärzte, Ärztinnen mit ihren Patienten und Patientinnen. Wie geht es Ihnen denn heute? Kann von ja, eigentlich nicht gut zu, ach, hören Sie auf. Und dann geht es eben eigentlich immer weiter voran. Deswegen gibt es bei den offenen Fragen noch richtungsweisende Fragen. Es sind auch W-Fragen, aber hier ergründe ich eigentlich und frage noch wesentlich detaillierter nach. Hier ist der Vorteil, die geben eben auch noch mal dem Gegenüber, also man kommuniziert ja immer hörerorientiert im besten Fall. Ich denke mich in mein Gegenüber hinein und gebe damit wirklich auch die Möglichkeit, klar zu formulieren und eine Struktur vorzugeben. Der Nachteil ist, es kann natürlich auch nach Aushören klingen. Also der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin muss eben immer mehr Informationen dann vielleicht von sich selber geben und vielleicht fühlt sie sich eben ausgefragt und unter Druck gesetzt. Aber das kriegt man eigentlich auch ganz gut mit, wenn man sich reindenkt in den Hörer. Und hier haben wir Beispiele, mit welchen Folgen müssen wir denn eigentlich rechnen oder was genau sind die Gründe dafür oder bei dem Beispiel mit der Vorlesung. Was genau fandst du denn gut heute in dieser Sitzung oder insgesamt? Oder nenne mir drei Schlagwörter, welche genau würdest du sagen, sind die wichtigsten? So kann ich das viel besser eingrenzen und ich kriege nicht einen Schwall von Informationen und es ist auch einfach viel, viel konstruktiver im Gespräch. Bei den geschlossenen Fragen ist auch ganz einfach, das zu unterscheiden. Das eine ist, ich weiß nicht, womit ich rechnen kann, offen. Und das andere ist geschlossen, da kommt ein Ja, Nein, vielleicht noch ein Vielleicht. Aber mehr als Antwort kommt da nicht. Und hier haben wir den Vorteil, man hat schon mal einen engen Antwortspielraum. Es fördert klare Positionen und Entscheidungen. Und man wird eben nicht zugetextet, sozusagen. Das ist natürlich nichts für einen Smalltalk. Also wenn Sie sowas sagen wie, na, geht's dir gut? Schön, na, auch hier? Das ist sowas, da kommt nicht wirklich ein Gespräch zustande. Deswegen einfach beim Smalltalk niemals mit geschlossenen Fragen beginnen. Also es kann eben das Gespräch zum Stocken bringen. Es ist eine eingeengte Problemsicht. Und natürlich muss der andere, wenn er möchte, dass das Gespräch weiterläuft, noch mehr von sich dann auch preisgeben.
Ein Beispiel ist hier, wo es effektiv ist, haben Sie die Aufgabe erledigt, kommt ein Ja oder Nein, damit kann man arbeiten, zum Beispiel jetzt, wenn ich als Dozentin das bei Studierenden mache. Oder auch ein Sind wir uns einig, da kommt auch ein Ja oder Nein oder ein Hm, aber dann kann man damit auch arbeiten und in dem Fall ist es natürlich gut. Oder ja. Nun kommen wir noch zu den resümierenden Fragen. Bei den resümierenden Fragen ist der Vorteil, die enthalten schon mal das, was vorher gesagt wurde. Also Standpunkte und Zusammenfassungen. Und der Nachteil ist aber, sie können auch zu einer schnellen Entscheidung drängen. Es kann immer auch alles manipulativ eingesetzt werden, was man da so reinnimmt rhetorisch und dann eben den Gesprächspartner vielleicht unter Druck setzt damit. So nach dem Motto, also hier ist das Beispiel, sehe ich das richtig, dass wir die Inhalte XY so festhalten können? Da muss natürlich mein Hörer, meine Hörerin genau zuhören, sind das jetzt die Inhalte, das sehe ich das so, ist das so? Also genau prüfen, weil ansonsten kann man hiermit auch jemanden wirklich schnell überfahren. Aber im Prinzip sind resümierende Fragen immer gut, weil man immer ja auch von einer gemeinsamen Sache sprechen möchte und dann eben auch gucken möchte, sind wir noch auf einem Stand oder sind wir es nicht? Noch besser sind die verständnissichernden Fragen. Hier haben wir den Vorteil, Sie signalisieren vor allem Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie oft Sie das selber auch machen im Gespräch, einfach nochmal zu spiegeln, was jetzt eigentlich gesagt wurde. Sie sichern jedenfalls das Verständnis und motivieren auch zu weiteren Erläuterungen einfach, dass die Person dann nickt und sagt, ja, genau so ist es. Deswegen gibt es eigentlich auch keine Nachteile. Mit einer Ausnahme, wenn Sie natürlich nur verständnissichernde Fragen stellen die ganze Zeit, könnte das natürlich auch negativ ankommen beim Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin, aber so insgesamt ist es eigentlich was Gutes, nochmal zu spiegeln und zu fragen, habe ich dich richtig verstanden, dass du das und das gesagt hast? So fühlt man sich wirklich dann ganz häufig verstanden und es ermutigt wirklich dann zum weiteren Erläutern. Jetzt kommen wir zu den Alternativfragen. Das sagt auch schon der Name, die Alternativfrage enthält Alternativen. Der Vorteil ist, es gibt eben mehrere Antwortmöglichkeiten und die sind schon in der Frage mit drin und sie dienen auch häufig der Entscheidungsfindung. Ist absolut konstruktiv, effektiv in ganz vielen Kontexten. Der Nachteil ist, es kann natürlich ein Druckmittel sein, wenn ich nur die Antworten mit reinnehme, die ich gerne möchte und gar nicht andere Alternativen biete, fällt es wieder schwer mitunter, dass die befragte Person dann sich nicht traut, eine ganz andere Antwort zu geben. Hier ist es jetzt ganz effektiv. Sollen wir das Problem jetzt oder später besprechen? Wenn die Person das natürlich nie besprechen möchte, dann muss sie das erkennen, dass es eine Alternativfrage ist und dementsprechend reagieren. Aber es wird natürlich schwerer. Und wofür es auch immer sehr gut ist, ist, wer ist dafür und wer ist dagegen. Beim Vortrag zum Beispiel kann man so abstimmen. Da ist ja die Interaktion nicht immer so, wenn man selber einen Vortrag hält, dass alle mitmachen. Und da würde ich auch nie eine offene Frage stellen, wer kann mir mal das und das erklären oder so, sondern wer hat schon mal davon gehört? Und dann ist es wie so eine Abstimmungsfrage und das macht dann eine Interaktion aus. Und für Abstimmung ist es natürlich immer etwas, wo sich viele gerne beteiligen. Und die Alternativfrage ist dafür eben auch gut und sie gilt als geschlossen eben auch, weil ich kriege keine Informationsflut, sondern ganz konkrete Antworten. Nun haben wir die Aufforderungsfrage, die kennen Sie natürlich auch. Nur die Frage ist, wie oft stellen Sie eine Aufforderung als Frage? Auch das ist immer ganz interessant, das nochmal zu reflektieren. Der Vorteil ist natürlich, es aktiviert das Gegenüber, es ist eine Aufforderung drin, also die Person ist absolut angesprochen und es fördert auch die Direktheit des Gesprächs. Der Nachteil ist, Sie kennen ja sicherlich den Satz, der Ton macht die Musik. Es kann fordernd und auch indirekt oder unhöflich wirken, je nachdem, wie man es sagt. Und hier ist es jetzt wieder im Kontext von einer Vorlesung beispielsweise. Können Sie mir bitte die Definition nochmals erklären? Wenn das zum Beispiel ein Student, eine Studentin nochmal an die Lehrenden richtet und das ist höflich, kommt natürlich auf den Ton an, aber es ist konkret und hier sagt man, ja klar, mache ich gerne. Als erklären Sie mir bitte nochmal die Definition, könnte eher sowas sein wie, und genauso ist es im Alltag, könntest du das Fenster bitte zumachen, ist natürlich was anderes als, mach mal bitte das Fenster zu. Es hat immer einen anderen Appellcharakter. Deswegen ist die Aufforderungsfrage hier bei den Fragearten aber auf jeden Fall dabei.
Dann haben wir die rhetorische Frage. Die rhetorische Frage ist eine Frage, die die Antwort bereits als bekannt voraussetzt. Und die ist ganz, ganz häufig etwas, was als Stilmittel im Vortrag wirklich gilt, weil es Aufmerksamkeit bewirkt. Also wenn ich eine Frage stelle, hört man eher hin, einfach im Publikum. Es gibt nur einen Nachteil. Und der Nachteil ist, wenn die rhetorische Frage nicht erkannt wird als rhetorische Frage, dann kann sich das Publikum oder der Hörer, die Hörerin ausgegrenzt fühlen, weil sie will ja antworten. Und ich habe das wirklich persönlich auch schon erlebt. Ich war bei Lehrenden in der Vorlesung, saß zwischen den Studierenden und die Lehrenden haben sowas gemacht wie, was ist denn nun das Besondere an dem Sachverhalt? Das Besondere ist das. Das ist so ganz typischer Übergang. Was ist denn jetzt eigentlich das Wichtige, was viele Lehrende machen? Und die Studierenden haben sich teilweise gemeldet, aber der Dozent hat es nicht mitbekommen. Und das ist dann natürlich schade, weil es eine verpasste Chance ist, in die Interaktion zu gehen. Deswegen wäre mein Tipp, man kann eine rhetorische Frage stellen, aber wenn sich dann doch jemand dazu äußern möchte, dann kann man ja sagen, okay, war doch nicht rhetorisch gemeint, war doch einfach nur mal eine richtungsweisende Frage. So, nun kommen wir schon zur abschließenden Frageart, die Suggestivfrage. Und das ist auch ganz interessant. Das können Sie wirklich analysieren an sich selber. Wie oft stellt man Suggestivfragen? Der Vorteil ist, sie suggerieren immer eine bestimmte Sichtweise und es kann natürlich auch eine nützliche Hilfestellung sein. Zum Beispiel in der Psychotherapie werden häufig Suggestivfragen gestellt, um jemanden darauf zu bringen, was vielleicht das Problem ist. Nachteil ist, es ist absolut ein manipulatives Stilmittel. Immer wenn ich eine Suggestivfrage stelle, habe ich eigentlich meinen eigenen Willen in dem Moment, was der andere antwortet. Und es kann eben fordernd, provokativ, beeinflussend, bevormundend eben auch wirken. Ich habe hier Beispiele. Sie meinten doch sicher, dass die Theorie zutrifft. Stimmt's? Das kann nach dem Vortrag sein. Das, und jemand ist vielleicht ein absoluter Experte. Oder auch, Sie möchten doch hier sicher eine gute Note bekommen, oder? Das kann aus Lehrenden-Sicht sein, wenn vielleicht alle irgendwie nicht mitmachen oder keine Lust mehr haben zu kommen. Und Sie kennen es vielleicht auch aus dem Alltag, wenn irgendein Telefonanbieter anruft und sagt, Sie wollen doch sicherlich auch nicht so viel bezahlen, oder? Was sagt man da? Sagt man doch, sagt man nicht. Aber man möchte auch nicht sagen, ja, das stimmt, weil man dann ein Werbungsgespräch eben hat, ein Verkaufsgespräch. Ganz, ganz häufig ist es im Verkauf so, aber es ist auch so, wenn man mit Freunden vielleicht auch spricht oder mit irgendwem anders und schon die Antwort weiß und man weiß, man ist im Recht. Genau dann stellt man Suggestivfragen und das wäre jetzt mal mein Appell an Sie, mal darauf zu achten, wie oft Sie das machen. Damit sind wir mit den Fragearten schon durch und nun gibt es einfach nochmal allgemeine Tipps zur Beteiligung an Diskussionen. Wir kommen ja gleich auch nochmal in die Gesprächsrunde vielleicht. Ich weiß ja jetzt nicht, was das Anliegen genau ist. Wichtig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Diskussion mitbekomme, erstmal gut zuhören, das ist klar, und vielleicht auch Notizen machen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, sich Notizen zu machen. Und dann auch zu überlegen, was hat man denn nicht ganz verstanden? Was sieht man vielleicht auch anders? Oder welche Assoziationen hat man mit der Thematik? Und vielleicht kann ja die eigene Frage einen Mehrwert auch bilden und aber nicht zu viel drüber nachdenken. Das ist häufig das Problem, auch dass der Mut dann eben nicht da ist. Dann überlege ich mir immer, was ist denn mein Ziel? Was möchte ich genau wissen? Also welche Informationen brauche ich noch, um das wirklich interessant zu vollenden? Ist ja schade, wenn ich von einem Vortrag zum Beispiel nur die Hälfte verstanden habe. Ist doch viel besser, ich gehe da raus und habe alles verstanden. Und dann, wenn man die Zeit hat, ne, dazu müssen Sie natürlich meine Folien ausgedruckt in jedem Vortrag dann neben sich liegen haben oder das auswendig lernen oder einfach anwenden jeden Tag, dann können Sie überlegen, welche Frageart stelle ich denn? Ist jetzt eine geschlossene Art besser oder wie kriege ich denn möglichst konstruktiv die Informationen, die ich auch brauche? Das ist ganz allgemein. Hab den Mut zu fragen. Also ganz, ganz viele Personen beschäftigen sich so viel damit, was andere Leute denken könnten, wenn man eine Frage stellt, die könnte dumm rüberkommen oder nicht schlau genug. Und das würde ich sagen, nee, es gibt sowas nicht. Es ist viel mutiger, das zu machen und sich zu sagen, wieso, ich weiß doch schon ganz viel, ich möchte ja jetzt nur noch das weiter wissen, um noch mehr zu wissen und nicht darüber nachdenken, was andere über einen denken könnten in dem Moment, weil das, finde ich, hemmt einfach
das zu machen, was man eigentlich jetzt konstruktiv machen könnte. Und dann natürlich wichtig, nicht kompliziert fragen, sondern wirklich versuchen, sich reinzudenken in denjenigen, den man befragt, dass es wirklich genauso auch verstanden wird. Sonst kommt zurück, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Das habe ich auch schon ganz oft erlebt. Und dann muss der andere es wieder ganz anders kompliziert formulieren und dann geht das manchmal hin und her. Das ist natürlich dann etwas, was vielleicht besser ist, wenn man das ganz einfach mit einfachen Sätzen wie möglich dann formuliert. Damit bin ich schon am Ende. Ich habe auch eine Literaturangabe dazu, wenn Sie sich zu den Fragearten vor allem auch informieren möchten, und bin jetzt gespannt auf Ihre Fragen. Dankeschön.